Schulmusik ist ein echtes Allrounder-Studium. Also wir erhalten in verschiedenste Themengebiete Einblicke und können aber dabei auch ganz deutlich Schwerpunkte setzen in den Gebieten, die uns besonders interessieren. Kern des Studienangebots sind der Unterricht in drei Instrumenten und das Mitwirken in verschiedenen Ensembles. Es kommt auch immer die Frage auf nach dem Zweitfach. Das kann man bei uns entweder in Tübingen oder in Konstanz studieren. Oder man studiert das Verbreiterungsfach Jazz und Popularmusik direkt hier in Trossingen. Für mich persönlich ist es die Jazz-Pop-Abteilung, die Trossingen so besonders macht. In unserem Studium erlernen wir auch die Grundlagen der Audiotechnik und begleiten Medienproduktionen, bei denen wir unterschiedliche Besetzungen oder Solo-Performances aufnehmen. Ja, mein Lieblingsort in der Hochschule ist eigentlich das Foyer. Das liegt natürlich an den netten Leuten hier. Man verliert da zu viel Zeit fast schon und geht dann auch meistens dann noch in die Mensa rüber und verliert dann auch mehr Zeit. Aber das ist natürlich das Schöne hier an der Schule, dass alles so persönlich ist und so nah. Was ich auch besonders finde hier in Trossingen ist, dass wir Schulmusiker nicht so sehr unter uns sind, sondern dass es eine große Vernetzung zwischen den verschiedenen Studiengängen gibt. Wenn man jetzt mehr so der Typ für Coding ist, kann man sich beim Trossinger Laptop Ensemble beteiligen, wenn man denn für digitale Produktion eher zu haben ist. Mir gefällt besonders gut an der Hochschule Trossingen, dass man sehr viel aktiv mitgestalten kann. Beispielsweise im AStA, im Senat oder auch in den Studienkommissionen. Trossingen bietet einen guten Raum für konzentriertes Studieren in einer familiären Atmosphäre. Die bildungswissenschaftlichen Veranstaltungen des Lehramtsstudiums können alle bei uns hier in Trossingen absolviert werden. Und neben den Praktika können wir immer wieder kleine Unterrichtseinheiten in den naheliegenden Schulen halten und Vermittlungskonzerte organisieren. Ja, für mich fühlt sich Trossingen einfach nach zu Hause an. Trossingen ist schon, also wir sagen immer sehr liebevoll, ist natürlich schon ein Kaff. Aber wir haben ganz besonders den Zusammenhalt unter den Studierenden. Die Gemeinschaft, davon lebt Trossingen ganz besonders.